Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muddybärenbande. Heute ist die 21. Folge am 6.10. und ja, heute mit Stimmen aus dem Hintergrund. Oder auch nicht. Der hört mich wahrscheinlich wieder nicht. Robert? Der hört dich, der will ich auch nicht stören beim Zocken. Der kann auch ruhig ein bisschen reden. Nee, da bist du nur schlechter. Du bist so schon nicht gut. Noch besser als du. Ja, das ist nicht schwer. Das stimmt, das ist wirklich nicht schwer. Okay, wir spielen gegen Terraner. Das wird ein absolutes Stressspiel. Außer er stresst mich nicht. Meistens, oder? Wenn er nicht stresst, dann wird es halt nicht stressig. Na, wenn er nicht stresst, dann ist es eigentlich meistens ein einfaches Spiel. Aber wenn er stresst, dann ist es halt ein Terraner-Stress. Und das ist echt stressig. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja, der Lebenskimponi hoch. Nee. Vor allem nicht mit Terrence. Ja, 1 plus 1 gehen sie immer noch. Nee. Nicht auf dem Level jetzt. Also die Spieler sind richtig gut mittlerweile. Also ja, die kommen halt hinher, hinher. Nicht nur Truppen, die kommen von allen Seiten. Die kommen mal da von Leuten angerannt, mal da, mal dort. Da kommt ein Liberator. Dort kommt ein Trop. Mach rein, ist fertig. Ja, du musst halt auf jeder Seite regieren können, ne? Das ist als Protoss verdammt schwer manchmal. Also die Protoss-Army ist so langsam teilweise. Immer irgendwo was stehen lassen, ein bisschen. Ja, dann ist halt deine Hauptarmee. Auch diesmal bist du kein Proxy. Eure Sonden werden angegriffen. Ja. Auch kein Doppelgas, sehr schön. Ist gut. Kein Proxy, kein Doppelgas. Das wird ein schöner, gemütlicher Spaziergang. Na, Reaper-Öffnung dann, ne? Na eben, ja, kann auch Marines öffnen. Meistens machen sie Marines öffnen, wenn sie nicht proxen. Pylonen hinsetzen. Das ist schöner, wenn jemand im Hintergrund, dem ich das alles erzählen kann, dabei ist. Du erzählst ja auch der Community, die hören es nur später. Ja, na klar, nee, das später, aber ich finde es trotzdem angenehmer, wenn jemand sich dabei zu unterhalten. Ja, genau. So, Klon ist in Time fertig. Aber mein König kann leider nicht. Mit dem verkackt. Ach, Quatsch. Da muss alles passen. Ja, irgendwie passt gerade nicht so gut. So, mal gucken, ob er geäxt hat. Das ist wichtig zu wissen. Von Booker? Oh, er hat schon marined. Marined? Er hat schon marined. Wir brauchen aber noch einen Stalker. Ich kann noch gar nicht dafür, der arme Marine. Marine, Sir? Doch, ich kann alles dafür. So, der baut mir einfach jetzt meine Exo. Also hat kein Reaper gebaut, also weiß ich nicht. Ich würde den immer bauen eigentlich zum Scouten, ist der echt Scouten schick. Auf jeden Fall, ja. Ich könnte jetzt einen Flieger All-In machen oder so. Ich bin hier. Er denkt sich vielleicht, ach mit Marines bin ich gegen Flieger safe, scheißegal. Na eben, Orakel eben nicht. Dann ist er eigentlich überhaupt safe. Muss der Orakel im Spiel oder so 6 Orakel angreifen? Ja, mach ich demnächst. Ich will demnächst noch mal ein paar andere Bilder dann raussuchen. Was ist euer Ich? Wir sind eins, Karl. Also, wo ich ein bisschen Angst habe, ist jetzt ein Trupp. Ansonsten geht's eigentlich. Forschung abgeschlossen. Aber das müssen wir jetzt gleich scouten. Ihr habt nicht.
Mit was scoutest du? Na, am Observer. Ach so, okay. Ich zerdrehe jetzt schön meine Echse, meine erste. Bau nebenbei hier das die Robo, wie ist das? Das Ding, Robodoc. Für Kolosse. Kolosse, ja. Das Gas. Und hab Trop bei mir drin. Bitte mein Trop. Ja, bei uns würde auch nicht kommen. Mit Abstand. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in die Schatten. Hatte zwar alles gesehen. Aber viel Schaden gemacht hat er nicht, zum Glück. Ich bin hier in die Schatten. Ich hasse es, wenn du meinen Drop. Ist halt einfach nur lucky. Ja, das ist einfach nur. Das ist jetzt baut er aber hier. Kaserne nach der anderen, ey. Ich hatte Angst, wo er das Dings gesehen hat hier. Ich hab grad noch einen auf Server gebaut. Also, ganz von da drüben. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Jetzt brauche ich langsam eine Echse. Ich glaube, er hat aber keine dritte. Kommt nochmal ein Drop. Oh. Ach nee, das Ding. Felgen oder was? Ja, hab ich aber nicht gekriegt. Oder doch? Ich bin hier. Ich bin hier. Hat aber noch keine dritte, also wird er gleich kommen. Bunker hat er. Hier ist zusätzliche Bücher. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Sehr rein. Ich bin die Stimme der Finsternis. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Immer noch keine dritte der Typ. Jetzt kommt er wahrscheinlich, ne? Verwendet mich! Ja, es kommt doch. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin. Na, hoffentlich hast du die, ne? Ich hoffe auch. Kommt richtig viel von ihm. Das ist halt die Frage, von wo? Ich bin hier. Ein paar Sachen gedroppt. Ein paar Sachen von an da. Main Ramp. Da kommt er. Na, da hat er ja den Sami verloren. Ich habe einen dritten stehen. Ich bin hier in den Schatten. So, jetzt brauche ich aber Upgrades. Ihr habt nicht getroffen. Ihr habt nicht. Ach, der Trop kommt zu mir in der Mainbase. Eure Sonden werden angegriffen. Immer diese Trops. Da finde ich es auch nervig. Das Schlimme ist, kommen sie in meine Base. Ah, ich hasse Terraner, ganz ehrlich. Und jetzt droppt er wieder oben rein.
Och Mann. Als Protoss ist mein echt viel zu lahmarschig. Muss da mehr splitten, wenn das. Wenn das geht ja nicht so einfach. Dann killt er mir unten meine Army. Scheiße. Das kann er einfach abdampfen. Die Videowings wollen sie noch schneller machen. Ey, kannst du vergessen mit raus. Oh, was willst du denn da machen? Gehe ich wieder runter und bin hinten ran. Oh, so ist es doch einfach unfair. Nee, das Spiel ist top ausgeglichen. Was? Das Spiel ist top ausgeglichen. Das ist definitiv nicht ausgeglichen. Alle Einheiten sind gleich stark. Kein Volk wird überbewertet. Problem, die Terraner haben halt eine größere Lobby. Ja, das stimmt. Wie möglich, indem man die größere Lobby hat, da kriegt die Zuschläge. Ja, das ist halt so. Jetzt kommt er komplett und ich bin tot. Weil ich nichts mehr produzieren kann. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Da kommt er. Ja, nochmal Trop. Greife ich an. Sonst bleibt mir jetzt nicht übrig. Erleuchtet mich. Durchgeführt. Hallo, hast du schon Tanks gehabt oder? Was? Tanks gehabt? Hat er nicht, nein. Hat auch nichts mehr zum Heilen. Ja, dann geht das übrigens. Erklärt euch. Das ist so scheiße unfair und scheiß. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So immobil als Toss. Mineralienfeld erschöpft. Und so seine Armee halt tot. Los, genau reinrennen. Oh, heute stöhnen auf höchstem Niveau. Oh, ja, nein. Total beschissen. Jetzt, jetzt spielst du noch rausgehören oder was? Gerechtigkeit! Oh, du spielst was? Killt mir gerade mein ganzes Zeug, ey. Basis
Unsere Feinde, unsere Saar steht im Plan. Ah, ich verliere das Spiel. Weil es einfach beschissen ist. Euer Denken gleicht dem Mann. Mein Leben für Ajur. So diene ich. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Basis. Mein Leben für Ajur. Ohne Scheiß, ey. Das ist absoluter Kackmist. Das ist halt Terraner, ne? Terraner sind so imbar, ey. Ja, jetzt kann er seine Moves wieder schmeißen und ich bin komplett raus. Also, was soll ich jetzt noch machen? Base Raid gewinnst du gegen Terraner einfach nicht. Ich bin das Herz der Fiese. Ihr habt nicht genügend Mineral. Was ist euer Begehr? Das ist echt, das aber, ich muss ehrlich sagen. Das ist absolut unfair, ohne Scheiß. Jetzt kommt noch. Ja, genau, Liberator kommen jetzt. Aber ich habe nichts gegen Liberator. Nun gut. Nein, er ist schon wieder komplett am Main. Ihr seid auf mich angewiesen. Ein so kleiner verfickter Tropf, ey. Kalt ist die Luft. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Und der hat hier unten hat eine Base. Kylon wird angegriffen. Wie ihr befehlt. Warum tostet man so langsam, ey? Ganz wie ihr wünscht. Flingstalker, Phoenixe, keine Ahnung. Was ist euer Begehr? Phoenix. Heraku. Faszinierend. Sehr weise. Hier. Schon eine Planetary da hinten stehen. Energiefeld platzieren. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich versage die Tempel. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Oh, eine ganze Riesenarmee schon. Ich konnte meine Arians noch retten, ja, mehr auch nicht. Wir sind eins. Die Verschmelzung ist abgeschlossen. Kassar de Templari. Ihr habt nicht genügend. Unsere Kassar de Templari. Verschmelzung ist abgeschlossen. Ah, GG. GG, das Spiel vorbei. Ja, der Rana hat gesiegt. Wie zu erwarten. Er war nicht mal gut. Aber der Rana muss nur Glück haben. Tja. Ja gut, für mich reicht das heute. Das ist mir eindeutig. Der Rana. Na gut, kleiner Setbär. Bis dahin, tschö tschö. Tschüss. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschö, tschö.